welche Werte man an der oder jenen Stelle einnimmt. Wenn ich mir das Plakat von Christian Stetten allerdings ansehe und mir den Christian Stetten selbst betrachte, meine Damen und Herren, ist jede Einschätzung von Guttenberg schon wieder Makulatur. Und ich will ihm einmal danken für seine Arbeit in den letzten Jahren. Ich bin mit ihm gemeinsam in den Bundestag eingezogen im Jahr 2002. Da ist eine große Freundschaft gewachsen. Und wir wissen, dass wir mit dem Wort Freundschaft im politischen Geschäft sehr vorsichtig sein müssen. Auch nicht zu inflationär umgehen dürfen. Aber hier ist eine Freundschaft, und meine Damen und Herren, eine Freundschaft, die sich in dem Sinne auszeichnet, als zu dem Zeitpunkt, als ich im Februar dieses Jahres so überraschend für Sie wie für mich in dieses Amt berufen wurde, plötzlich jener die parlamentarische Arbeit wahrgenommen hat, die ich bislang in den Jahren davor auch so begriffen habe, nämlich das Parlament und Parlamentarier bedeutet, und da hat er eine tolle familiäre Tradition aufgegriffen, dass man einer Bundesregierung so lange in den Hintern zwickt, bis sie auch für die eigene Heimat reagiert. Und jetzt habe ich mittlerweile diesen Erfahrungswert mit Christian von Stetten machen dürfen. Und meine Damen und Herren, so wie der Kreilsheim vertritt, wie der seine Heimat vertritt, hat man das gelebt, da hat man das Gefühl, dass die Bundeshauptstadt Berlin ein kümmerlicher Vorort von Kreilsheim ist, meine Damen und Herren. Und in dem Sinne haben Sie einen großartigen Abgeordneten, dem ich von dieser Stelle einmal danken will. Christian, danke für deine tolle Arbeit in den letzten Jahren. Herzlichen Dank dafür.